Servus Monster, Freunde, ich habe noch mal ein paar coole Neuigkeiten für euch, denn wir bekommen ein neues Fest. Nach dem Winterfest erscheint das Dankbarkeitsfest. Was ihr dort genau abstauben könnt und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch in diesem Video. Das Dankbarkeitsfest feiert das einjährige Jubiläum von Monster Hunter World. Die Versammlungsstätte ist in einem neuen Stil geschmückt und es gibt wieder neue Eventquests zum Abschließen. Als Belohnung erwartet uns ein neuer Gala-Anzug. Sieht auch ganz nice aus. Eine Superstar-Rüstung für den Palico, neue Deko-Rüstungen, ein neues Pugi-Outfit und vieles mehr. Natürlich sind bei diesem Fest auch wieder alle anderen Eventquests verfügbar, so wie man es kennt, und die Preise sind um die Hälfte bei den Händlern reduziert. Dann gibt es noch was Besonderes bei diesem Fest, scheint mir zumindest so, denn wenn wir dieses Bild anschauen, sehen wir in der Mitte eben diese neue Rüstung, die wir bekommen, auch die Rüstung von Palico, die wirklich krass aussieht mit der Disco-Kugel auf dem Kopf. Links daneben haben wir die Rüstung vom Herbst-Event, ganz hinten links vom Sommer-Event und da rechts daneben ist dann auch gleich die vom Winter-Event. Und so wie das Ganze aussieht, bekommt man eventuell auch die Tickets von den, ja, von den einzelnen Events, dass man sich halt auch bei diesem Jubiläumsevent eben noch die anderen Rüstungen herstellen kann, die man normalerweise nur eben bei dem Event bekommt, wenn es wirklich aktiv ist. Man kriegt ja beim Winter-Event keine Tickets vom Sommer-Event oder so. Hier könnte es möglich sein, weil eben, ja, die ganzen Rüstungen abgebildet sind. Hier seht ihr den Gala-Anzug noch ein bisschen größer. Ich finde, er sieht richtig gut aus. Bei der Frau könnte vielleicht so ein bisschen mehr offen sein, ist ein bisschen schade. Aber soweit auch okay. Wir sehen bei der Frau hinten noch ein Schwert. Meiner Meinung nach ist das ein neues Schwert. Könnte eventuell das Dante-Schwert sein. Aber es leuchtet so von der Klinge her lila. Müssen wir mal drauf achten, ob wir da vielleicht auch nochmal eine neue Waffe bekommen. Es gibt schon Leaks zu diesem Event wieder, weil das letzte Update hat die mit reingebracht. Wer sich die Leaks von diesen ganzen Rüstungen anschauen möchte und von den Waffen, kann das gerne tun. Ich mache sie jetzt nicht hier im Video, denn ich habe schon Strike kassiert. Wer die Leaks anschauen möchte, was euch bei diesem Jubiläums-Event eben erwartet, der geht bei mir auf den Discord-Server. Unter News werdet ihr dort einen Post finden und da könnt ihr dann alles einwandfrei nachgucken. Ich denke, die meisten Monster Fans sind sowieso bei mir auf dem Discord unterwegs. Ja, wann kommt dieses Fest raus? 2019 heißt es. Ich bin aber relativ sicher, dass das so um den 26. Januar rauskommt, denn da wird eben Monster Hunter World ein Jahr alt. Das war es soweit mit dem News zum Discord-Server oder den Link zum Discord-Server findet ihr unten in den Kommentaren. Das war es soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.